Herzlich willkommen bei Breitenwunders Asthma Physik Astro TV. Einige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden die ersten Sterne, die am Anfangs nur aus Wasserstoff und Helium bestanden und vermutlich extrem massenreich waren mit ca. 1000 Sonnenmassen. Aber später, also etwas später, gab es aber auch schon Sterne, die einen gewissen Metallgehalt hatten. Es war zwar weniger als ein Zehntausendstel der Metallgehalt, was die Sonne hat, aber jedoch war etwas Metallgehalt vorhanden. Und ein typischer Vertreter dieser sogenannten Population 2 Sterne, also sehr alte, metallarme Sterne, die über 10 Milliarden Jahre alt sind, ist der Kapteinsstern. Sein Alter wird auf rund 13 Milliarden Jahre geschätzt. Und dieses Alter, also das Alter dieses Sterns, wurde aufgrund seines niedrigen Metallgehalts so hoch geschätzt, weil, wie ich ja vorher gesagt habe, waren die Sterne am Anfang extrem metallarm. Der Kapteinstern ist ein roter Zwerg. Rote Zwerge weisen höchstens 50% der Sonnenmasse auf und haben eine Leuchtkraft von meistens weniger als 1% von das, was die Sonne hat. Der Kapteinstern hat genauer gesagt 29% der Sonnenmasse, das ist etwa die Mittelklasse, was roten Zwergen entspricht, und etwa 0,4% der Sonnenleuchtkraft und eine Oberflächentemperatur von 3800 Kelvin. Der Kapteinstern ist gerade einmal 12,8 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und trotzdem kann man diesen Stern nur mit guten Teleskopen beobachten, und es liegt nämlich daran, dass der Stern extrem leuchtschwach ist. Denn rote Zwerge können nur aus sehr geringer Distanz mit bloßen Augen beobachtet werden. Der nächste Stern von der Erde aus ist ein roter Zwerg, der den Namen Proxima Centauri trägt. Und obwohl es sich bei dem nächsten Stern handelt, kann man den Proxima Centauri mit dem bloßen Augenhimmel nicht sehen. Da es sich ja um einen roten Zwerg handelt und eine sehr niedrige Leuchtkraft aufweist. Bei den Kapteinstern handelt es sich um einen veränderlichen Stern. Und genauer gesagt gehört der Kapteinstern zu den Sternklasse der UVGT-Sterne an, die auch Flare-Sterne genannt werden. Bei Flares handelt es sich um unperiodische, befristete Freisetzung von großen Energiemengen. Das heißt, der Leuchtkraft des Sterns steigt innerhalb kürzester Zeit für eine kurze befristete Zeit auf das 3- bis 4-fache an. Aber jedoch sind diese Flares eine Problematik für Planeten, die den roten Zwerg umkreisen und sich in der Wurmbahnzone befinden. Weil stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir haben einen Planeten, der ist ca. 5 Millionen Kilometer von einem roten Zwerg entfernt. Planeten um einen roten Zwerg herum müssen sehr, sehr nah an den Stern sein, damit überhaupt lebensfreundliche Bedingungen herrschen könnten, also damit es in der Wurmbahnzone liegt. Da haben wir jetzt diesen roten Zwerg und plötzlich tritt ein Flare auf. Im schlimmsten Falle kann sogar die Atmosphäre des Planeten beschädigt oder weggeblasen werden und schon wird der Planet relativ schnell lebensfeindlich. Zwar gelten rote Zwerge als mögliche, sagen wir es mal so, boah, wie soll ich das jetzt sagen, als mögliche Spender für Leben, weil rote Zwerge eine sehr hohe Brenndauer haben, aber wenn ein Planet einen roten Zwerg umkreist, könnten dann durch diese hohe Brenndauer des roten Zwerges auch sehr, 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 sehr lange stabile Bedingungen auf dem Planeten herrschen, weil manche rote Zwerge haben eine Brenndauer von bis zu einer Billion Jahre, also 1000 Milliarden Jahre, das Hundertfache, was das für die Sonne hat. Und dann wäre auch sehr, sehr lange Leben auf diesem Planeten möglich. Aber wenn bei vielen roten Zwergen Flares auftreten, kann natürlich auch das Gegenteil am Ende dabei rauskommen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und hoffentlich hören wir uns bald wieder.